Was kann man denn überhaupt unter chronischen Infektionen verstehen? Also klar, das ist irgendwie so, jeder hat das schon mal gehört, aber wenn man das jetzt so kurz mal erklären müsste, was sind chronische Infektionen? Also eigentlich kann man es auf den Punkt bringen, es ist eine Fehlleitung des Immunsystems. So, und das entsteht im Darm, weil über 80% von unserem Immunsystem sitzt im Darm. Und natürlich kommt das überwiegend durch das ganze Antibiotika, durch Stress, durch Übersäuerung. Ne? Also zum Thema Antibiotika, wir hatten mal einst 500 Spezies im Darm leben, ne? Also unterschiedliche Bakterien und gute Keime auch, und davon lebt tatsächlich wirklich nur noch um die Hälfte. Also ich arbeite sehr eng mit dem Labor zusammen für Diagnostik, und genau, die beobachtet das seit über 20 Jahren, wie unsere Artenvielfalt im Darm wirklich rapide abnimmt und dadurch natürlich unser Immunsystem einfach massiv gestört ist. Also dazu kann ich dir eine sehr traurige Nachricht wirklich übermitteln, dass mittlerweile im Krankenhaus bei Neugeburten wirklich jedes dritte bis vierte Kind belastet ist mit Pilz. Das heißt, die kommen schon, weil die Scheidenflora der Frau, der Mutter, quasi schon nicht mehr im Gleichgewicht ist. Also es haben ja super viele Frauen auch Scheidenpilz oder eine gestörte Scheidenflora. Dadurch kommen die Kinder schon mit einer falschen Prägung des Immunsystems quasi zur Welt, und auch durch die Kaiserschnittrate. Also dass man gar nicht mehr den natürlichen Prozess der Geburt durchläuft, sondern, ne, weil das Milieu wird geprägt durch die Scheidenflora. Da werden der erste Kontakt mit den Darmbakterien bekommt das Kind. Und das ist einfach durch Kaiserschnitt und so überhaupt nicht mehr gewährleistet. Also das ist das große Problem tatsächlich. Also ein Parasit kommt selten allein. Na, also bei mir war das damals so, ich war so doll belastet. Also ich hatte Amalgam ganz viel und habe in der Nuklearmedizin gearbeitet mit 25 Jahren, also Strahlung pur. Und das war mir so, ich bin zu Ärzten gegangen, zu Heilpraktikern, die haben gesagt, wie kannst du mit deinen 25 Jahren schon so belastet sein? Und es sieht bei mir aus, äußerlich ja auch überhaupt nicht an. Also ich hatte Borrelien, ich hatte alles eigentlich, wirklich Candida, ich hatte Epsch, also bei mir hat alles getestet. Was man machen kann, den schlimmsten Fehler: immer nur abtöten, 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 abtöten bei Infektionen, bei chronischen. Das machen eben leider viele, auch in der Naturheilkunde. Ne? Das machen viele mit Grapefruitkernextrakt oder weiß ich, Manuka-Honig oder was es da nicht alles gibt. Das ist der schlimmste Fehler, den man machen kann. Weil dadurch wird das Lymphsystem nämlich total überfordert. Das ist nämlich das, was die meisten vergessen, die Lymphe zu reinigen. Ne? Und da entsteht der Crash, dass das System überfordert ist. Und genau, da muss man erstmal ganz systematisch mit dem Darm anfangen, erstmal die Kanäle öffnen, Leber, Lymphe, Niere. Also Candida albicans ist massiv in der Luft, Schimmelpilze, Ach, also die sind auch wirklich, die befinden sich in der Luft. Also wir nehmen die über die Luft auf. Aspergillus total, Okay. Aspergillus niger. Also das sind die Schimmelpilze. Die sind überall in der Luft, und es ist auch völlig normal, dass wir die aufnehmen. Es wäre auch schlimm, wenn die nicht in der Luft sind. So, aber wenn die entarten in uns, wenn die selber toxisch sind quasi, ne? Also dann, genau, wie gesagt, können sie entarten, und dadurch entstehen diese chronischen Nasenschleimhautentzündungen. Und genau, die Borrelien nehmen massiv zu. Der Epstein-Barr-Virus, ein ganz großes Thema, also wirklich ein ganz großes Thema. Der ist auch richtig fies. Genau, und das Problem ist, genau, diese MRSA-Keime, ne? Und das Problem ist, dass die ja wirklich auch den Menschen komplett verändern. Also deswegen, ich merke wirklich, was, also die Patienten, die zu mir kommen, die haben Gefühle, die sagen, ich bin nicht mehr ich. Ich werde fremdgesteuert. Es gibt zum Beispiel Parasiten, die in Fischen drin sind und die quasi die Fische dazu verleiten, dass sie an die Wasseroberfläche kommen, damit sie gefressen werden von Vögeln, damit die Parasiten in die Vögel reinkommen. Also es gibt ja quasi so viele parasitäre Selbstmordkommandos im Tierreich, oder? Also gibt es verschiedenste, kann man einfach mal bei YouTube eingeben. Also es ist jetzt nicht irgendwie weit, weit hergeholt. Nee, und man sagt ja auch gerade im Darm, ne? Also wenn es hier unten nicht stimmt, stimmt es hier oben auch nicht. Das ist so mein Lieblingszitat. Ist wirklich so. Und das ist ganz bei Candida zum Beispiel, ist es ganz häufig, die Patienten können sich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bei Epstein-Barr ist ganz, ganz doll Leber, ganz dolle Müdigkeit. Also die Epstein-Barr-Leute sind ganz doll müde. Die Borrelien-Leute, die sind echt so unterschwellige Aggressionen, ne? Candida-Patienten depressiv. Das ist bei ganz vielen Menschen total im untersten Level, im Defizit, ne?
Das kann man auch richtig messen. Da spricht man dann auch so ein bisschen von chronischer Erschöpfung oder Nebennierenschwäche. Chronische Erschöpfung, genau, Nebennierenrinde-Schwäche. Und das Cortisol sorgt dafür, dass Entzündungsprozesse abgebaut werden. So, und wenn jetzt, also Cortisol ist ein so wichtiger Botenstoff, und wenn jetzt das Cortisol ständig im Mangel ist, dann kann der Körper gar nicht zu, die chronischen Entzündungen gar nicht zur Ruhe kommen. Ne? Mhm. Also auch das ist ein ganz wichtiger Faktor, das Cortisol. Warum treten Autoimmunerkrankungen immer oder sehr, sehr häufig auf, wenn eine chronische Infektion vorliegt? Weil das eine Fehlregulierung ist. Eine Autoimmunerkrankung heißt, der Körper richtet sich gegen sich selbst. Und das ist diese Fehlregulierung.